Ich hätte eigentlich nie gedacht, dass ich mal ein Produkt kaufe für einen Körper, das 19 Euro kostet. Viel, 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 viel Geld. Wie ich mich entschieden habe, dieses Produkt zu kaufen und was dieses Produkt kann, erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und ich stelle dir heute mal eine Bodycream vor von Face Theory. Ich habe das immer falsch ausgesprochen. Ich habe immer Face Theory gesagt. Es das heißt aber Face Theory. Dann macht das Ganze auch so ein bisschen Sinn. Ich habe die Creme hier gesehen und ich muss so ein bisschen ausholen, warum ich sie mir jetzt gekauft habe. Ich selbst bin Lipödem-Patientin, trage deswegen auch Kompressionsstrümpfe und Patienten, die Kompression tragen, müssen eben auch ihre Haut dementsprechend pflegen. Jetzt war ich immer schon, was das Thema betrifft, ein bisschen schlampig, gebe ich ganz ehrlich zu. Und Ärzte haben bei mir hin und wieder den Hinweis gegeben, bitte cremen Sie sich mehr ein, Ihre Haut ist komplett trocken. Ja, so ist es. Und ich habe die Creme gesehen schon vor ungefähr einem Jahr, da habe ich zum ersten Mal bei Face Theory bestellt. Und habe immer gedacht, das probiere ich jetzt mal aus. Und dann hat es bis Juli gebraucht. Dann habe ich mir die Creme im Juli mal bestellt. Hier ist eine Besonderheit drin. Es ist nämlich Glykolsäure drin. AHA, 9%. Und ich bin ein Kandidat. Bei mir wachsen Haare unwahrscheinlich schnell ein. Und jetzt durch das Tragen vom Kompressionsstrumpf ist es eh noch mal so ein bisschen. Mir wachsen die halt umso schneller ein. Ich habe am linken Knie habe ich eine Stelle, die behandle ich jetzt gerade mit der Creme. Also bewusst creme ich mich da ein. Und ich bin mal gespannt, warum ich das jetzt mache, sage ich dir. Nämlich am rechten Bein habe ich eine Stelle, wo auch zwei Haare eingewachsen waren. Die Stellen, die sind flach. Die Stellen sind weg. Die sind einfach weg. Und das war so ein bisschen auch der Hintergedanke daran, warum ich mir das jetzt mit der Glykolsäure gekauft habe, dass ich eben so Stellen, wo mir die Haare einwachsen, dass das mir sozusagen eine Hilfe ist. Und es hat tatsächlich funktioniert. Ich bin absolut baff. Ich bin echt happy, dass es funktioniert hat. Zusätzlich habe ich an den Beinen eben auch so eine rauere Haut, die so ein bisschen auch von den Poren her vergrößert ist, da macht es dann halt eben doch auch Sinn, etwas mit Glykolsäure zu verwenden. Und es ist so, dass wenn du die anwendest am Körper, wenn du das nicht gewöhnt bist, die prickelt. Es ist eben Säure, das darf man nicht vergessen. Was ich richtig cool von Face Theory finde, dass sie eben auf der Homepage explizit draufgeschrieben haben in der Beschreibung, das ist in Rot eingefärbt, dass wenn man die Creme an Stellen aufträgt, wo Sonne hinkommt, da muss Sonnencreme drauf. Ich sag's nochmal, wenn du Säuren anwendest, du kannst nicht Säuren anwenden und keinen Sonnenschutz tragen. Das ist ganz, 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 ganz gefährlich. Durch die Säure, die hier drin ist, durch die Glykolsäure, trägst du eben deine Schuppenschicht sozusagen ab. Also die Poren sind dann wieder befreit und deswegen ist so eine Säure auch ganz gut, wenn du beispielsweise zum Unreinheiten neigst und so. Und deswegen muss es schlicht und ergreifend sein, dass du Sonnenschutz trägst. Ich wiederhole mich da immer wieder, aber wenn du Säure trägst, Sonnenschutz. Ich trage die im Moment an den Beinen auf, am Bauch trage ich es auf. Und das war's. Also die Arme kommen bei mir erst wieder in Richtung Winter dran, wenn man eben langärmelige Kleidung trägt, damit ich eben da nicht so gebunden bin, mich ständig halt mit Sonnencreme einzucremen. Die Sonnencreme verwende ich aber im Gesicht, weil im Gesicht trage ich eben auch Säuren auf. Wir haben es hier mit einer festeren Creme zu tun. Also die ist wirklich recht dick und man braucht wirklich nicht viel. Zusätzlich ist es halt richtig toll, das ist Glas und das Metalldeckel hier. Also die Gläser verwende ich zum Teil eben für Kosmetiksachen, die ich zum einen zum Nachfüllen kaufe oder eben für eigene Kosmetiksachen verwende ich die meistens weiter, finde ich eine tolle Sache.
Anfänglich war es ungewohnt, weil ein Großteil der Face Theory Produkte eben dieses Format haben. Also meine Cleanser sind jetzt auch in solchen Gläsern drin, das war ein bisschen ungewohnt. Zusätzlich haben sie die Verpackung ein bisschen verändert. Hier ist jetzt ein F drauf geprintet. Was ein bisschen schade ist, ist, diese unparfümierte Variante gab es nicht. Ich habe die parfümierte Variante genommen und die kann ich Menschen, die ein bisschen zu, ja, zu Hautreizungen neigen, nicht empfehlen. Zusätzlich muss ich auch dazu sagen, die Glykolsäure, ich habe mal was über Säuren gemacht, das verlinke ich dir mal unter dem i, da erzähle ich ein bisschen mehr. Zusätzlich ist die Glykolsäure halt einfach auch eine Säure, die aggressiver ist. Also nicht jeder verträgt AHA, was Glykolsäure betrifft. Ne? Also da muss man ein bisschen aufpassen und ein bisschen in sich reinhören. Zusätzlich dann da eben noch Duftstoffe in das Produkt reinzupacken. Das ist bei Face Theory nicht standardmäßig. Du hast meistens immer eine Variante, die unparfümiert ist. Die ist leider ausverkauft gewesen. Ich wollte es unbedingt probieren. Die ist jetzt, glaube ich, schon seit 3 Monaten oder so ausverkauft. Ich hoffe, sie kommt noch mal rein. Trotzdem ist es halt so eine Sache, wenn du zu empfindlicher Haut neigst, muss ich zum einen fragen, verwende ich das Produkt trotzdem? Und zum anderen ist es vielleicht nicht ratsamer, dann die unparfümierte Variante zu nehmen. Zusätzlich mag ich halt den Geruch jetzt nicht so. Es soll nach Melisse riechen. Es assoziiert mir auch so ein bisschen durch den zitronigen Geruch Säure. Das muss so sein. Aber das ist absoluter Quatsch. Es ist zusätzlich auch Ceramid 3 enthalten. Über Ceramide habe ich mal ein komplettes Video gemacht. Also ein Faktencheck, der ist relativ kurz. Kannst du mal reingucken, habe ich dir auch unter das i gelegt. Und das ist halt einfach ein super toller Inhaltsstoff, um beispielsweise dann die Haut auch so ein bisschen zu beruhigen. Also ich habe mit Ceramiden einfach sehr gute Erfahrungen gemacht, seit ich mich mit höherwertigen Inhaltsstoffen auseinandersetze, finde ich das Ceramid einfach als einen sehr interessanten Inhaltsstoff, der eben sehr viel Gutes tun kann. Ob ich die Creme an sich nochmal nachkaufen werde? Auf jeden Fall, weil ich glaube, ich kein einziges Produkt kenne, was Glykolsäure enthält und was auch gleichzeitig so gut pflegt, weil die ist ein bisschen fester, du brauchst nicht so viel, sie lässt sich unwahrscheinlich gut verteilen, du hast aber nicht so diesen fettigen Film auf der Haut. Also die zieht richtig schön ein und es macht auch dieses Eincremen, ich sag jetzt mal, Erlebnis nicht ganz so langwierig. Das ist mir immer so ein bisschen lästig, mich einzucremen. Kennt ihr das? Ich weiß nicht. Also es war ursprünglich, hat wie gesagt, für mich gedacht bezüglich der Strümpfe und der Haut drunter. Und da hat sie ihren Job einfach unwahrscheinlich gut gemacht. Ich war unwahrscheinlich baff, als ich gesehen habe, die Stelle, die da so einen Huppel entwickelt hat, die ist ja glatt. Wow! Und das hat das Tolle, weil du findest so im DM oder im Rossmann, findest du solche Produkte einfach noch nicht. Das kommt so langsam, dass einzelne Marken eben auf den Trichter gekommen sind. Man muss doch so ein bisschen mit Inhaltsstoffen spielen, aber lasst euch einfach nicht verarschen. Ne? Also deswegen empfehle ich immer die Face Theory Produkte, wenn ich gefragt werde. Weil die halt eben ihre Produkte unwahrscheinlich gut durchdenken und du wirst nicht verarscht. Die sind ein bisschen hochpreisiger, aber es gibt immer noch Produkte, die noch teurer sind. Aber das Krasse ist halt, ich habe wirklich jetzt mal gezählt, nächsten Monat ist es 1 Jahr her, als ich meine erste Bestellung getätigt habe. Die Sachen heben einfach ewig. Die heben einfach so lange, dass ich mir immer denke, so, das ist aber auch nicht so unwahrscheinlich geschäftsmäßig für die Firma selber. Aber daran merkt man einfach, das ist ein ehrliches Unternehmen, die wissen, was sie können. Und bei Face Theory ist es einfach so, wenn du ein Produkt nicht verträgst oder diesen Effekt nicht hast, dann bekommst du dein Geld zurück. Und wenn sowas ein Unternehmen behauptet, dann muss da was dahinter stecken. Also die Produkte können einfach was. Ich habe schon einige Produkte von Face Theory vorgestellt.
Den Ordner verlinke ich dir auch mal unter dem i. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss!